Ja, herzlich willkommen zur Vorstellung vom Jagdtiger Prototyp, einem T8 Premium Panzer der Deutschen, einem Jagdpanzer. Wir werden uns den Panzer jetzt mal genauer anschauen. Das heißt, wir gucken ihn uns in der Garage an, schauen uns zusammen die Statistiken mal über Tanks GG an, vergleichen ihn mal mit anderen ähnlichen Panzern, gucken zusammen das Panzerungsmodell an, wenn ihr da Lust habt. Schauen wir uns noch die Feldmods und die Crew an. Dann gibt es noch ein bisschen ein Replay zum Angucken, das ich gespielt habe für euch. Ein kleines Fazit. Ich würde sagen, gehen wir rein in die Review. Abfahrt. Ja, wir sind hier jetzt auf Tanks GG. Wir schauen uns mal die Statistiken an. Es ist ein Jagdtiger, wie der Name ja schon vermuten lässt. Das war der Prototyp. Aber auf Stufe 8 und nicht auf Stufe 9, wie der 9er Jagdtiger, der Tech-Tree-Jagdtiger. Und dann gibt es dann noch den Jagdtiger 8.8, den 8er Premium, aber der mit Special Matchmaking eben schon sehr, sehr lange im Game ist. Wir schauen uns jetzt mal eben diese drei Jagdtiger genauer ein bisschen an und vergleichen die ein bisschen miteinander. Würde ich sagen, wir fangen mal mit Firepower an. Man sieht, das erste ist sehr, sehr auffällig. Die DPM ist deutlich niedriger zum Jagdtiger 8.8, aber auch zum 9er Tech-Tree Jagdtiger, die wir mal jeweils um die 3000 liegen, während hier die DPM nur 2400 ist. Ihr habt 246 Standarddurchschlag, was standardmäßig ist, also auf T8er TDs, bei den 8er TDs. Ich vergleiche die Gun ganz gerne auch vielleicht mit einer Scorpion Gun, weil ihr werdet es gleich sehen, 490 Alpha wie beim Scorpion G auch. Ihr habt einfach weniger DPM. Aber dafür hat diese 94 Alpha im Vergleich zu den 240 Alpha vom Jagdtiger ein bisschen weniger als die 560 vom 9er, aber das ist auch ein 9er Panzer. Er ladet 12 Sekunden nach. Er ladet also länger nach als der Jagdtiger auf Stufe 9, obwohl der mehr Alpha hat. Also das muss man sich bewusst sein, aber ich dachte mal mit Modulen und mit Ansetzer, mit Lüftung und sowas, kommt man auf die 10 Sekunden Reload, kommt man runter. Ja. Kaliber 128 mm, das ist wie gesagt Standard, so auf der Stufe. Shell Velocity 920, dürfte dasselbe sein wie beim Scorpion. Ihr habt aber 40 Schuss dabei, da könnt ihr auch ein bisschen HE mitnehmen, AP, APCR. Die APCR müsste 311 mm Durchschlag haben, also wie gesagt, Scorpion Gun ist ähnlich. Ihr könnt damit knapp 20.000 potenziellen Schaden machen, was schon eine Menge ist. Also nimmt sich nicht viel der Jagdtiger auf Tier 9, der macht da auch nicht mehr. Und der Jagdtiger 8.8 auf Stufe 8, der macht nur 16.000. Also von daher habt ihr da genügend Munition dabei. Kommen wir zum Gun Handling. Die Aimtime mit 2,2 Sekunden ist eigentlich relativ angenehm, ähnlich wie der 9er Jagdtiger. Natürlich nicht ganz so gut wie der Jagdtiger 8.8, aber der hat natürlich ein kleineres Kaliber und wesentlich weniger Alpha, also musst ihr auch ein bisschen besseres Gunhandling bekommen. Ihr habt, seid ein bisschen ungenauer tatsächlich wie der 9er und auch wieder Premium 8.8er. Und sonst die Softsets hier sind gleich zum 9er, das ist relativ gut, 0,18, damit kann man ganz gut leben. Während der Turret Traverse, also wenn ihr ruhig steht und nur den Turm, also der hat ja keinen richtigen Turm, sondern eben diesen Aufbau, wenn ihr nur die Kanone bewegt, seid ihr auch relativ genau. Elevation ganz normal, dann nehmen die sich alle nix, 15 Grad nach oben und halt wie gesagt, ihr habt ähnlich, das ist derselbe Aufbau wie der 9er Jagdtiger. Ihr habt 7,5 Grad, was ganz angenehm ist und wenn man dann die Gun Depression einsetzen kann, ist die Panzerung auf Tier 8 nämlich auch was wert, aber wir werden gleich die Panzerung nochmal genauer anschauen. 7,5 Grad sind ganz angenehm, sogar ein halbes Grad mehr als der Jagdtiger 8.8. Schauen wir uns den Forward Speed an, auch gleich jeweils 38 km/h. Reverse Speed 12 km/h wie bei dem Tier 9er. Ihr habt ein bisschen weniger Engine Power, aber das ist glaube ich 740, hat mal WG. Falls ihr euch fragt, warum ist da 700 durchgestrichen? Da hat WG irgendwann mal die Hidden Values, also diese versteckten Softsets geändert, damit der mit dem Physik Update klarkommt. Also nur falls euch das mal interessiert. Die dürften sich in etwa gleich von der Mobilität verhalten. Und das hat halt WG mal angepasst. Die alten Panzer mussten an die neue Physik angepasst werden. Das ist der Grund. Gewicht 75 Tonnen, ein bisschen schwerer als der Premium-Panzer, aber genauso schwer wie der Jagdtiger. Minimal Unterschied, nimmt sich alles nichts. Die haben alle so ein Power-to-Weight-Ratio von 9 bis 10, also nicht wirklich mobil. Ich werde euch dann auch ein Modul zeigen, was ich da einbauen würde, und zwar nicht den Turbo,
sondern was anderes, damit ihr da ein bisschen flotter unterwegs seid. Terrain Resistance Wert ist hier sogar besser auf hartem Terrain, also ein niedriger Wert ist gut. Und auch hier auf sogar auf mittelweichem Terrain und auf weichen Terrain, also ihr habt ja so ein bisschen sogar Mobilitätsvorteil tatsächlich. Die Turmdrehgeschwindigkeit oder die Richtgeschwindigkeit der Kanone, die ist ja gleich 27. Aber ein Nachteil, die 20 km/h Tank Traverse, also wie schnell dreht sich der Panzer. Aber wie gesagt, ich zeige euch da, wie ihr das Ganze mal ein bisschen, das Ganze, die Mobilität hier insgesamt verbessern könnt. Kommt noch, wenn ich zu den Modulen komme. Dadurch ist natürlich, dadurch, dass die Tank Traverse so viel schlechter ist, werden auch natürlich auf den verschiedenen Geländearten auch die Drehgeschwindigkeit deutlich, wird dann eingeschränkt. Kommen wir zur Panzerung. Ja, jetzt wird es interessant. Also ihr habt erstmal auf dem Papier genau dieselbe Panzerung wie der 9er Panzer, wie der Jagdtiger 88. Wir gucken es uns gleich nochmal speziell im Detail an, im Model oder im Tank-Inspektor. Ansonsten 1600 HP ist ganz gut für Tier 8, da kann man schon was machen. 100 HP mehr als der Jagdtiger 88, aber deutlich weniger der Jagdtiger auf Tier 9, der hat sehr, sehr viel HP. Ansonsten die anderen Stats, ja, nichts Besonderes, was da jetzt heraussticht. Also würde ich mal überspringen, weil das ist immer dasselbe. Dann schauen wir uns noch sonst an. Camo ist auch exakt identisch zu den beiden anderen. Was haben wir hier noch? V-Range 370, deutlich geringer, also 20 Meter weniger. Da hat der Jagdtiger 88 mit 20 Meter auf Tier 8 einen sehr, sehr guten Vorteil. Also da muss man sich dann überlegen. Aber man wird eh nicht viel snipen, weil die Panzerung doch eingesetzt werden möchte auf Tier 8. Ihr habt halt so viel Panzerung, die soll halt schon meiner Meinung nach an der Front angebracht werden und nicht zum Snipen. Von daher ist es verschmerzbar, die 20 Meter. Jo, das waren eigentlich schon mal die Statistiken. Jetzt, wie gesagt, wie versprochen, wir schauen uns das Panzerungsmodell an. Im Prinzip, ich habe hier mal beide Jagdtiger mal in zwei verschiedenen Tabs offen und ihr seht schon, es ist einfach kein Unterschied da. Ja, ihr habt wirklich dasselbe Modell, auch eine Stufe niedriger, also einmal Stufe 9 und einmal Stufe 8. Ihr habt diese frontale Panzerung von der Oberwanne oder nicht Oberwanne, Casemat, ich weiß nicht, Kasematte auf Deutsch, glaube ich. 250 mm oben, Superstructure heißt es, glaube ich auch. 250 mm und dann hier in der Oberwanne sind es 150 mm und dann halt hier Unterwanne 120 und das war jetzt der Prototyp und sieht exakt gleich aus. Das ist jetzt der 9er, dann TechTree 9er, habt ihr wieder 250, 150 und da, ach seht mal hier, wartet mal, 120, ja, das ist sogar, der ist der 8er, hat eine bessere Unterwanne, das ist ja auch interessant, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und jetzt gerade entdeckt, okay, 120 mm Unterwanne hat der 8er, während der 9er eine 100 mm hat. Ansonsten Gunmantlet müsste gleich sein. Also ihr habt ein sehr, sehr starkes Gunmantlet, da wird euch keiner durchschießen, bei beiden Panzern nicht. Da geht's rauf bis 600. 500-600. Was ich schon geguckt habe auch, die Seitenpanzerung nimmt sich auch nichts, ist bei beiden gleich. 80 mm hier, auch 80. Also im Prinzip habt ihr einen Jagdtiger auf Stufe 8. Was die Panzerung angeht, mit sogar 20 mm mehr Unterwannenpanzerung, ist jetzt nicht viel, aber wird vielleicht mal ein Tier 6er abprallen oder ein Tier 7er. Oder wie gesagt, wenn ihr Gun Depression nutzt, 7,5 Grad, dann habt ihr ja eine gute Oberwanne und da wird es auch selbst, da wird selbst ja diese Superstructure hier wird schon richtig hart. Also es ist was wert, also ihr seid kein Scorpion G, aber ihr habt die Scorpion G Gun, dafür seid ihr langsamer. Aber die Panzerung ist auf Tier 8 wirklich nützlich. Während sie halt auf Tier 9 eigentlich obsolet ist, ne? Das ist klar. Oder 10er werden euch dann natürlich auch überall durchschießen. Aber theoretisch könntet ihr auch mal gegen 6er gematcht werden, was aber nicht so oft der Fall sein wird. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder in die Garage. So, dann sind wir wieder mit den Feldmods vom Jagdtiger. Also, wie würde ich die Feldmods machen? Und zwar ganz klassisch eigentlich für jeden TD nehme ich immer bei dem ersten Feldmod den ersten Feldmod, also der, die Drehgeschwindigkeit erhöht und die Track-HP, das heißt, ihr werdet nicht so leicht getrackt. Hier beim nächsten Feldmod die Genauigkeit zum genaueren Aimen oder halt ihr reduziert damit das RNG um 3% den Durchmesser des Aimkreises und dann noch die Sichtweite nochmal um 2% erhöht über den echten Feldmod da. Ja, das war es eigentlich auch schon mit den Feldmods. Schauen wir uns eben noch die Perks an. Ja, also ihr könnt 1:1 die Jagdtiger-Crew da reinsetzen. Das funktioniert ganz gut. Die ist da identisch. Wer hätte das gedacht?
was gibt's groß zu sagen, ja? Also, was würde ich da jetzt für Perks picken? Ich werde jetzt euch nicht alle aufzählen, aber die Grundperks, die ihr eigentlich immer braucht auf so einem gepanzerten TD, das sind auf jeden Fall Waffenbrüder natürlich. Reparatur, ihr wollt nicht getrackt werden. Dann eventuell so Fahrerskills, die sind sehr, sehr wichtig, damit der Panzer eben schneller dreht. Ihr habt ja gesehen, der dreht nicht so schnell. Deswegen werdet ihr auf jeden Fall sowas wie Geländespezialist haben wollen und fahren wie auf Schienen. Da sowas ist wichtig. Und dann als Bonus halt dann vielleicht mal Camo nehmen und Feuer löschen. Ja, ansonsten vielleicht noch die Sichtweiten-Skills, ne, vom Kommandanten sind so Klassiker. Wenn der Kommandant, der hat gar keinen, okay, dann müssten die Sichtweiten-Skills woanders drauf sein, vermute ich mal. Wo sind die denn? Oder habe ich sie übersehen? Ah, dann hat der noch, oder der hat die noch nicht gelernt, das kann auch sein. Doch hier habe ich einen Sichtweiten-Skill. Speer habe ich einmal und Weitsicht müsste der dann auch haben. Oder wir hatten hier den Weitsicht-Perk. Der Weitsicht-Perk, wo ist der? Der ist natürlich auch noch ganz nice. Funker vermutlich. Normalerweise dann der Funker, oder? Ja, Weitsicht-Funker. Genau. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Der Rest ist nicht wirklich von Bedeutung. Ja, jetzt wie schon angesprochen, der Panzer dreht sehr langsam. Und da kommen wir auch zum nächsten Thema. Und zwar die Module. Welche Module baue ich ein? Und zwar, mein Tipp wäre tatsächlich System zur Verbesserung der Beweglichkeit VS3 oder halt wenn ihr Stufe 2 habt oder so. Warum? Weil dieses Modul beides oder mehrere wichtige Statistiken verbessert. Ihr habt mehr Motorleistung, also ihr habt einen besseren Anzug. Und was halt hier wichtig ist, Turmdrehgeschwindigkeit oder halt im Prinzip Wannendrehgeschwindigkeit wird hier um 6% verbessert und die Höchstgeschwindigkeit. Also ihr habt einen Turbo und einen quasi einen Drehmechanismus in einem und das Ganze noch bei einer verbesserten Streuung, bei Fahrzeugbewegung und beim Geschützrichten, also beim Geschützdrehen. Und natürlich auch sogar die Rückwärtsgeschwindigkeit wird verbessert. Also ihr habt wirklich sehr, sehr viele Vorteile durch dieses Modul, wenn ihr so eins habt. Und das wäre so ein Panzer, wo es sich lohnt, dieses Modul mal einzubauen. Ansonsten der klassische Turbo würde natürlich auch sehr gut funktionieren. Habe ich auch getestet, aber dann habt ihr halt nicht diesen Vorteil der Wannendrehgeschwindigkeit und der fällt dann halt weg. Von daher, deswegen bin ich da ziemlich sicher, dass das hier mehr Sinn macht. Ansonsten klassisch Ansätze, ihr wollt die DPM ein bisschen erhöhen. Ja, ich weiß nicht, Lüftung, ihr könnt auch eine Härtung einbauen, wie ihr mögt. Also da entweder Ansetzerhärtung oder Ansetzerlüftung. Eine Optik wäre auch möglich, aber ich bin der Meinung, der ist eher zum Brawlen. Könnte man jetzt drüber streiten, vielleicht je nachdem. Das ist Geschmackssache, aber wenn möglich, diesen Turbo hier einbauen oder VS3 Beweglichkeitssystem da. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es nützlich ist und auch der Ansetzer ist eigentlich ein No-Brainer. Und das, wie gesagt, das dritte Modul, das ist dann eher Geschmackssache. Das kann jeder machen, wer möchte. Ansonsten, Munition muss ich jetzt nicht extra durchgehen. Alles beim Alten. Ich habe natürlich jetzt hier zum Testen die gute Premium geladen, die bis 311 mm Durchschlag hat. Ansonsten habt ihr noch eine ganz normale HE mit 65 mm Pen. Also es dürfte so ähnlich wie zur Scorpion Gigant sein, habe ich ja schon bereits gesagt. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder im Replay. Und dann gibt es noch ein kleines Fazit. Und dann sind wir auch wieder durch. Also bis gleich. Ja, hier sind wir wieder im Replay. Und zwar, so, jetzt haben wir ja das Bild auch. Und zwar auf Karelien, in einem reinen Achtergefecht. Das war tatsächlich mein erstes Gefecht, was ich hier gespielt habe mit dem Panzer. Ihr seht, ganz bunte Mischung ist eigentlich dabei. Ein Light Tank, nur zwei TDs, aber ein Haufen Mediums und einiges an Heavy Tanks. Also, und Gott sei Dank keine Arti. Von daher, da gibt es einiges zu tun. Ihr seht die Mobilität schon mal vielleicht so vorab jetzt. Das war sogar noch das Gefecht, was ich mit einem Turbo gespielt habe. Aber mit dem experimentellen Equipment ist es ähnlich. Ihr kommt relativ zügig in Position, aber es ist eben kein Scorpion G. Also hier hätte ich mit dem Scorpion schon einen Schuss gemacht oder so, ne? Aber es passt. Berg runter geht's. Wir sind jetzt über 40 km/h gefahren. Ich werde jetzt mal hier Wolte blinden, aber ich weiß nicht, wo der Schuss übrigens hingegangen ist, der erste. Aber nicht aufgegangen, was sehr, sehr seltsam ist, weil, ich meine, so viel Tarnung hat der Panzer dann auch nicht. Den zweiten Schuss gemacht. Der Panzer, Indien-Panzer ist aber zugegangen. Ich habe den wahrscheinlich nicht getroffen. Ihr seht dann die Auswertung hinterher. Erstmal Blindshot. Das müsste ein Hit gewesen sein. Wie gesagt, wartet auf die Auswertung. Es kommt auch direkt ein Blindshot zurück. Da gehe ich davon aus, dass ich da was getroffen habe. Was ich getroffen habe,
Seht ihr dann in der Auswertung. Zack, nächster Schuss. Gleich wieder nachgeladen. Jetzt aufgegangen. Wenn ihr jetzt hier mit dem Scorpion G aufgehen würdet, ihr wärt wahrscheinlich tot. Hier könnt ihr zumindest mit eurer Panzerung euch da ein bisschen im Sidescrape oder ja einfach quasi gegen den Stein da fahren. Ihr habt halt einen Vorteil, dass ihr Panzerung habt. Und zwar gar nicht mal so wenig. Der T-44 hat jetzt zwei schöne Highrolls kassiert, also hat schon mal über 1000 HP verloren. Dieser Blindshot hat übrigens auch getroffen, soweit ich weiß. Aber wie gesagt, alles in der Auswertung. Der nächste, der hier so raus, piekt seitlich. Zack, 545. Wir haben eigentlich nur 490 Alpha, aber RNG gönnt. Ist klar, wenn man so eine Panzervorstellung macht, dann muss, dann ist natürlich der RNG-Button hier auf Maximum gedreht. Ne, kleiner Spaß, aber jetzt haben wir schon hier drei Blindshots da getroffen. Vielleicht den Mutz auch noch einmal getroffen. Oder der Indienpanzer war es, glaube ich. 4-3 steht's, noch relativ unentschieden. Nochmal geblindet. Wie gesagt, ihr werdet die Auswertung sehen, dass ich da was schön was getroffen habe. Jetzt haben wir den Hill aber erobert. Das ist schon mal schön. Das heißt für mich Gas geben. Der T-34 kriegt zwei Schüsse. Ich gehe jetzt auch auf. Ich entscheide mich jetzt nicht, auf den Hill raufzufahren. Ich bin doch zu langsam und würde dann im Cross sehr, sehr viel AP verlieren. Ich entscheide mich gleich weiterzufahren. Im Moment steht es ja schon 7-3. Was noch nicht gespottet ist, ist die Burrasque und da sehen wir sie auch schon. Da spielt jemand mit Ration, auf jeden Fall. Brennt schön. Wie gesagt, das RNG ist ja für so ein Vorstellungsvideo natürlich extrem manipuliert. Betrugsmunition habe ich geladen, ihr kennt's. Alles dabei. Der Panzer muss ja verkauft werden. Nein, natürlich nicht. Kleiner Spaß. Ich meine, manche Leute nehmen das ernst. Ja, und hier seht ihr auch, da habe ich eben dann doch kein Glück mit dem RNG. Ne, ich habe einfach nur schlecht geaimt. So, aber er gibt mir hier halt nochmal eine Chance. Er, gut, ich war nicht nachgeladen. Er musste sich diesen Panzer halt auch mal angucken. Aber er hat aber auch noch, er musste nochmal gucken. Er muss einfach dreimal gucken. Er kann es einfach nicht glauben. Was? Jagdtiger? Ich bin doch hier auf die, ich bin doch im Achtergefecht. Wie kann das denn sein? Er muss einfach dreimal gucken. Natürlich. Man kennt's. Neuer Panzer muss angeguckt werden. Ja, die Su ist noch da oben und jetzt kommt nochmal ein richtiger RNG-Snapshot, damit der Panzer auch wirklich verkauft wird. Zack, während der Fahrt. Jetzt habt ihr ihn gekauft. Spätestens jetzt ist der Panzer gekauft. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, und damit ist das Game auch schon durch. 15-3 war jetzt nicht sonderlich spannend, aber hat ganz schön gezeigt, was das eine brachiale Feuerpower ist. Ich blende euch jetzt nochmal gleich mal die Endergebnisse ein. Ihr seht dann auch sehr deutlich, dass ich auch noch zwei Blindshots getroffen habe, und zwar auf die Su 130 PM oder den Waldgeist müsste es gewesen sein. Ihr seht es gleich in der Statistik, dass wir noch zwei Blindshots drin haben. Damit auch einen ganz guten Damage in der kurzen Zeit. Ich hatte jetzt da keine Booster oder so an, einfach nur um den, ja, bringt mir nichts auf dem Presseaccount. Aber ihr seht ja das ganz normale Credit-Einkommen von dem 8er Premium. Ja, das war jetzt ein kurzes und knackiges Replay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich gebe euch jetzt noch ein kleines Fazit zu dem Tank. Ich finde ihn ganz interessant, sage ich mal, aber es ist halt auch nichts Besonderes. Es ist ein weiterer 8er Premium-Panzer, ähnlich wie ein Scorpion mit Panzerung, so, aber langsamer. Oder eben ein Jagdtiger von Stufe 9 auf Stufe 8 genommen. So, also wirklich 1:1, Copy und Paste ist ein bisschen faul von WG, so einfach einen 9er Panzer zu nehmen, den ein bisschen abzuschwächen und auf Stufe 8 als Premium einzufügen. Der kann in guten Händen wirklich sehr, sehr stark sein, weil ihr halt Panzerung habt. Ihr könnt halt brawlen, was der Scorpion G zum Beispiel nicht kann. Aber dafür seid ihr halt langsamer. Kann ich den Panzer empfehlen? Ja, geht so. Also ich meine, kann Spaß machen. Ich würde ihm jetzt 6-7 Punkte geben. In schnellen Gefechten fahrt ihr wahrscheinlich hinterher. In 10er Gefechten ist eure Panzerung gar nichts wert. In 9er Gefechten wird es auch schon knapp. Und seid ihr Top-Tier oder seid ihr Same-Tier, dann seid ihr wirklich richtig gut. Von daher, ich gebe dem Panzer so 6-7 Punkte. Also muss man wissen, ob man den braucht. Wenn man schon einen Scorpion hat, nicht unbedingt. Wenn man sind noch einen Kanonenjagdpanzer, gut, den braucht man auch nicht unbedingt. Es ist halt ein weiterer 8er Premium TD.
muss man nicht unbedingt haben. Ist ganz nett, ist jetzt nicht irgendwie OP oder so. Also ich glaube, da ist zum Beispiel jetzt die Turtle nach den jetzigen Buffs nochmal stärker. Ja, also wie gesagt, muss jeder selber wissen. Ansonsten, wenn es gefallen hat, dann gerne ein Like da lassen oder abonnieren oder wie auch immer, Glocke klingeln lassen. Ansonsten bin ich mal raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann sehen wir uns bei der nächsten Review gerne wieder. Also haut ihr rein, macht's gut. Ciao, ciao.